What's poppin', Boys and Girls? Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt zu dem unfassbar krass am meisten angefragtesten Video der letzten Wochen. Was mich total freut, weil das bedeutet, dass euch die letzten zwei Teile sehr gut gefallen haben. Ich muss mich erstmal entschuldigen, weil dieses Video so spät kommt. Ich weiß, viele werden meckern. Aber ich hatte nur die Auswahl zwischen es gar nicht machen oder es zu spät machen. Die meisten Sachen sind von Amazon, das bedeutet, mit Expressversand kriegt ihr es locker, manche Sachen noch pünktlich, und ansonsten ist es halt einfach nur Unterhaltung für euch oder eine Inspiration für den nächsten Geburtstag oder für nächstes Jahr oder whatever. Deswegen labere ich jetzt nicht groß drum rum und würde sagen, wir fangen an mit dem ersten Geschenk. Das erste Geschenk ist für eure reisenden Freunde. Es war übrigens ein Vorschlag von einer Zuschauerin. Ihr habt Weltenbummler, Abenteurer, Backpacker und Jetsetter in eurem Freundeskreis. Dann solltet ihr das Zapnap verschenken. Dieses Travelkissen garantiert Schlaf in jeder Situation. Es hat sogar zwei extra Fächer für die Hände. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich bin niemals länger als 20 bis vielleicht maximal 30, 40 Sekunden auf dem Klo, egal was ich dort mache. Allerdings gibt es Menschen, wie beispielsweise meinen Freund, die sind so unfassbar lang auf der Toilette, ist kein Scherz, Leute. Er ist einfach eine Stunde weg. Was ich deswegen super gerne verschenke, weil ich so viele Leute kenne, die so lange auf dem Klo hocken, ist Dinge, womit man sich auf dem Klo beschäftigen kann. Und ich habe was voll Cooles gefunden. Und zwar Klosportarten. Also zum Beispiel, ja, haben wir Klo-Golf. Da könnt ihr Golf auf der Toilette spielen. Ansonsten gibt es auf Amazon noch Klo-Basketball. Was ich persönlich am allergeilsten finde, gibt es Klo-Angeln. In dem Moment, wo man das Geschenk bekommt, denkt man dann, was ist das denn für eine Scheiße? Aber spätestens, Leute, spätestens, wenn die das erste Mal auf dem Klo sitzen und angeln, wisst ihr, wie die sich freuen werden. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, besonders bei euch Mädels, aber ich bin so ein Mensch, der immer ganz schwach ist. Wisst ihr, ich weiß, Emanzipation und Feminismus, und ich kann meine Tüten selber tragen. Jaco kann ihre Tüten nicht selber tragen, weil sie sehr, sehr schwach ist, und manchmal ist sie auch gelähmt und kann nicht sich selbst einen Tee machen oder eine Wärmflasche holen. Das geht nicht manchmal. Immer. Und deswegen habe ich mir Klingeln bestellt. Ring for Wine. Also ich trinke keinen Wein, aber ich habe es jetzt mit reingenommen, weil ich dachte, es gibt bestimmt Leute unter euch, die abends auf dem Sofa sitzen und zu schwach sind, um aufzustehen, und dann vielleicht nach ihrem Freund klingeln wollen, um einen Wein zu bekommen. Dann gibt es auch noch eine Ring for Tea. Ich bin ein bisschen traurig, dass es keine Ring for Wärmflasche gibt, aber ich habe eine Alternative gefunden. Und zwar die Ring for Jesus Glocke. Schon immer, wenn ich jetzt eine Wärmflasche brauche oder einen Tee oder also alles, was ich halt brauche, um nicht aufzustehen, dann kann ich sie ringen. Kommen wir zu einem weiteren Weihnachtsgeschenk, das ein bisschen an dem Begattungsblatt vom letzten Jahr anlehnt. Und zwar der Befriedigungskatalog. Also ich kann euch das kurz vorlesen. Für eine standesgemäße Befriedigung meiner Bedürfnisse erwarte ich von dir folgende Leistungen. Und dann kann man halt Sachen ankreuzen. Also zum Beispiel Missionarstellung, Wiener Auster, Reiterstellung, Löffelchen, Schubkarre. Es ist halt für jeden was dabei, ne? Also es ist auch irgendwie Bukake, Kaninchenstellung, Doppelpenetration, Nekrophilie, Sodomie, Dirty Sanchez. Vielleicht gibt es Leute unter euch, die viel tindern, ja? Und dann kann man einfach so das aufs ausfüllen und aufs Kopfkissen legen, und dann geht man halt auf Klo und sagt so, du kannst dir schon mal meinen Befriedigungskatalog angucken, wenn man das innerhalb einer Beziehung macht. Und dann kann man auch zum Beispiel so Sachen ankreuzen, wo der andere gar keine Lust zu haben. So, kommen wir aber zu den Geschenken für die Freunde unter euch, die Katzen haben. Oder vielleicht auch innerhalb der Familie, falls ihr Katzen habt. Ich habe keine Katzen, aber finde Katzen sehr, sehr witzig. Und deswegen mag ich total gern Katzengeschenke verschenken. Versteht ihr? Zum einen haben wir da den Cats of 1986, Kalender für 2017. Ich habe den bei Mirella gesehen. Mirella hatte den Kalender für 2016. Es war so ein witziger Kalender einfach. Das ist so witzig wie dieses Video von der Katze, die Klavier spielt. Wisst ihr, was ich meine? Geschenk, und zwar das Katzenhorn. Eure Katze kann ein
Unicorn sein und am meisten begeistert wird sein eure Katze. Sie ist eine Unicat. Sie ist eine Unicat. Okay, kommen wir jetzt aber zum letzten Katzengeschenk, falls manche Leute Katzen nicht so witzig finden wie ich. Aber das ist auch sehr cool. Und zwar ist es ein DJ-Kratzpult für die Katze. Das bedeutet immer, wenn diese Katze dann kratzt, dann sieht es aus, als ob sie Musik macht. Man sieht das vielleicht erst und denkt so, das ist ja scheiße. Aber jedes Mal, wenn du vorm Fernseher sitzt und in die Ecke guckst und deine Katze sitzt da am DJ-Pult, dann wirst du dich freuen. Ich finde aus irgendeinem Grund alles witzig, was mit Händen zu tun hat. Alles, was klein ist und was man mit Händen machen kann. Jetzt haltet euch fest. Mir fällt übrigens gerade auf, es hat wieder was mit Katzen zu tun. Die Pandycat! Eine Katz, also ein Kostüm für die Hand. Versteht ihr? Also, dann macht ihr so. Und dann seid, ist eure Hand eine Katze. Versteht ihr? Und es gibt aber nicht nur die Handycat. Nein, es ist ein Spiel für die ganze Familie. Es gibt auch noch das Handy Horse und es gibt auch noch das Handy Korn. Versteht ihr? Der eine die Handycat und der andere. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich die Einzige, die das witzig findet. Kommen wir zur nächsten Sache. Und ich habe keine Ahnung, warum ich das hier reinnehme, aber ich habe es irgendwie bei meiner Recherche gesehen und es war das Lustigste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Und zwar war es eine Warnweste für Hühner. Vielleicht habt ihr jemanden, der Hühner hat. Ich hatte mal einen Huhn zum Beispiel in meinem Garten. Und ich hätte es sehr cool gefunden, wenn mir jemand eine Warnweste... Ich weiß nicht genau, wann es eine Warnweste gebraucht hätte. Ein kleines Huhn. Und es hat eine Warnweste an. Damit es sicher im Straßenverkehr ist. Denn... Das ist wichtig. Ihr habt auch einen Freund, der immer wie El Bundy auf dem Sofa sitzt und seine Eier krault. Kein Problem, wenn ihr das Maybe You Touched Your Genitals Gel habt. Das wäre richtig geil für eine WG. Stell dir mal vor, du bist auf einer WG-Party und dann steht da über dem Waschbecken das Maybe You Touched Your Genitals Desinfektionsgel. Ey, ohne Witz, demjenigen, dem ich das schenken würde, würde ich voll den Gefallen machen, weil dann jeder, der da zu Besuch kommt, denkt, dass der richtig lustig ist. Aber ich war eigentlich lustig. So, kommen wir zum nächsten Geschenk. Und es ist eins meiner Lieblingsgeschenke, ja? Also sowieso alles, was jetzt kommt, liebe ich abgöttisch. Und zwar ist es der Holy Toast Brotstempel. Also das ist ein Stempel. Bevor du das Toast halt toastest, drückst du das ins Toast rein, diesen Stempel. Kann man mit allem machen. Aber du hast hier einfach ein Holy Toast. Verstehst du? Das ist ein gesegnet. Ich finde es super witzig. Aber ich finde auch alles richtig witzig, was so Religionen auf den Arm nimmt. I got bitches all on my dick and every day. Sucking on my balls. Don't be talking no shit. Cause I ain't taking no shit. Hell no. Keep your mouth on Mr. Big Stuff while I'm talking this here. We get that bass thumping, people jumping all over the world. Okay, Leute, kommen wir zu einem meiner absoluten Lieblingsgeschenke. Und zwar ist es ein Selfie-Toaster! Also beispielsweise, ihr wollt es jetzt eurem Vater schenken, dann schickt ihr halt ein Bild von eurem Vater an diese Firma und dann kriegt ihr einen Toaster, der jeden Morgen das Selfie von eurem Vater auf diesen auf das Toast drauf toastet. Und das kannst du halt machen von denjenigen, dem du schenkst. Oder beispielsweise, wenn du das jemandem schenkst, einem Typen schenkst zum Beispiel, kannst du einfach das Selfie von der Frau nehmen. Das heißt, er muss jeden Morgen einen Toast essen, wo seine Mutter oder seine Frau oder so drauf ist. Ich finde das richtig witzig. Du verschenkst es an eine WG und du nimmst einfach irgendeinen random Typen und dann ist er jeden Morgen einfach auf deren Toast drauf. Was es auch noch gibt, ist der Everyday Jesus Toaster. Und dann habt ihr euer täglich Brot. Es steht auf dem Toast. Daily Bread. Als ich diesen Toaster gefunden habe, ihr kennt das ja, ne? Online-Marketing. Du siehst eine Sache und dann werden dir drei weitere Sachen dazu vorgeschlagen, die dazu passen. Und ich weiß nicht wieso. Ich finde alles, was mit Jesus zu tun hat, super witzig. Deswegen habe ich mich ein bisschen verrannt. So wie Finding Jesus, die neue Alternative, wenn ihr nicht keine Lust mehr habt, weiter zu suchen, sondern Jesus, den
unseren Propheten oder die What Would Jesus Wear Magnetensammlung. Jeden Tag könnt ihr Jesus ein neues, fesches Outfit an eurem Kühlschrank zusammenstellen. Turn your fridge into a magic Christian fashion show. Dancing with Jesus Buch. Hier kannst du ganz viel lernen. Ich muss es euch vorlesen. Now it's time to set your feet to tapping with a collection of original dance moves inspired by Jesus and the likes of Moses and John the Baptist. Dances include the water walk, the temptation tango, the Judas hustle and the apostolic conga. Ich finde einfach, das ist das Witzigste. Und deine letzte Idee ist die Jesus Christ Käsereibe. Ich weiß nicht, was sie das. Es ist einfach die Jesus Christ Käsereibe. Käsereiben mit Jesus. Jeden Tag. So, kommen wir zum letzten Geschenk für eure Väter, Onkel. Und zwar der Glatzenkamm. Auch wieder so ein bisschen so ein Geschenk, wo man so ein bisschen mobben kann. Wisst ihr, wie aus dem ersten Video das kaputte Besteckset. So Leute, falls ihr noch auf der Suche seid und die letzten nicht kennt, hier sind die letzten zwei Folgen von Lustige Geschenkideen. Die sind wirklich sehr gut angekommen und einige Leute fanden manche von den Geschenkideen wirklich sehr lustig. Das heißt, da könnt ihr gerne auch nochmal vorbeischauen. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und ja, wünsche euch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Lacht, habt Spaß und ja, wechselt eure Unterhose jeden Tag, wenigstens zur Weihnachtszeit, ihr kleinen Würmchen. Macht's gut!